Ja, ihr Lieben, ein ganz kurzes Video nur zu Eliana Nathan. Also ich glaube, es geht nur ganz kurz. erstens mal, ja, ich weiß das schon länger, klar, dass Eliana Nathan wieder zurück ist. Ich habe ihm noch keinen Willkommen groß zurückgeschickt oder offiziell. Ich sag mal Willkommen zurück, Eliana Nathan. Vergiss aber nicht, du hast es einmal verspielt. Auch wenn du in deinem Video sagst, du warst immer ein Christ, das spielt keine Rolle. Ob du innerlich immer ein Christ warst, spielt auch äußerlich eine sehr große Rolle, ob du immer ein Christ warst. Denn das Spielchen, was du gemacht hast, zu dieser Meinung bleibe ich. Ich habe auch in meinem Video damals gesagt, und wenn du nur ein Moslem gespielt hast, weil ich das irgendwie gefühlt habe, weil ich selber gesagt habe, so blöd ist kein Mensch, ein Christ wird niemals, also ein Christ hast, tauscht, ein Christ tauscht niemals Liebe mit Hass. Doch du wurdest schwach, gut, okay, ist passiert. Ich bleibe bei meiner Meinung, du hast einmal hast du einen großen, extrem großen Fehler gemacht, denn die Menschen werden jetzt, ja, Menschen, die im Geiste schwach sind, werden denken, ja, der hat es mal gemacht, ich kann es auch mal machen. Du bist dir, glaube ich, diesen Fehler überhaupt nicht bewusst, den du getan hast, aber ist kein Problem, solange bist du noch kein Christ, so stark ist der Geist noch nicht in dir. Das kommt alles noch. Also, wir vergeben dir, ich bin froh, dass du wieder zurück bist, ja, und ich hoffe, das bleibt auch so diesmal. Und du wirst nicht schon wieder einen Schwächeanfall bekommen, mein lieber Freund. Ich will dich hier nicht beleidigen, ja, aber man hat dich zu easy angenommen, zu easy zurückgenommen, ja. Liebe Christen, stellt euch vor, Petrus oder Paulus hätte das getan. Die Jünger sind alle in den Tod gelaufen. Sie haben nicht mal gesagt, ja, okay, ich lehne mein Christentum ab und bleib am Leben, ja? Ihr habt das ein bisschen zu leicht genommen, ihr lieben Christen. Ja, Entschuldigung, ich bin zu strikt. Aber na gut, willkommen zurück, Eliana Nathan, Gott segne dich. So, zu dem Video gestern mit diesem Hapupsi-Typ da, mit dem kleinen Jungen eine Debatte führen, Eliana Nathan, du hast so viele Abonnenten schon und sowas, ja, und tust dich da mit so einem kleinen Knirps debattieren. Wieso debattiert ihr euch eigentlich mit Muslimen? Christen debattieren sich mit Atheisten, vielleicht, oder mit einem Buddhist, aber doch nicht mit einem Moslem. Ich kann das nicht verstehen, wie ihr euch mit Muslimen debattiert, ja. Ich habe viele Anfragen für Debatten bekommen, ja, ich würde wahrscheinlich viel mehr Abonnenten, viel mehr Zuschauer bekommen, weil es die Leute interessiert, aber ich mache das gar nicht, ja. Das ist, warum ihr das macht. Ihr debattiert euch, weil die anderen, ja, da draußen, guck mal, was da passiert, ja. Ich mache das gar nicht, ich tue mich doch nicht mit einem Geisteskranken debattieren, der glaubt, dass 72 Jungfrauen im Himmel sind. Und ihr debattiert dann noch, was richtig in der Bibel ist, richtig und falsch ist. Dabei wisst ihr ganz genau, ja, ihr seid falsch, ja, denn Allah hat die Bibel zur vorherigen Rechtleitung gebracht. Da gibt es nichts zu debattieren, wenn die Bibel, ja, und die, wenn die Bibel, ja, das alte Evangelium und das alte Testament und das neue Evangelium, ja, zur vorherigen Rechtleitung der Juden und der Christen gebracht worden ist, gibt es überhaupt nichts zu debattieren, denn laut Allah ist das von Allah selbst. Wie willst du denn dagegen dann debattieren? Wie will der Moslem dagegen debattieren? Ja? Und das wisst ihr ganz genau und ihr debattiert noch da. Ihr nutzt das noch als Debatte, obwohl da gar nichts zu debattieren gibt. Es gibt nichts zu debattieren. Der Moslem nutzt es aus, indem er sagt, ja, die Bibel wurde verfälscht, weiß aber ganz genau, dass die Bibel von Allah selbst zur vorherigen Rechtleitung geschrieben wird, kritisiert seinen eigenen Gott, kritisiert das eigene Geschriebene von seinem eigenen Gott. Warum? Damit er debattieren kann. Damit er einen Grund hat zu debattieren, die Bibel ist gefälscht. Ja? Erster Punkt, Bibel ist gefälscht, somit hat er einen Grund, Kritikpunkte in die Bibel, ja, zu besprechen. Obwohl er selber genau weiß, Allah hat das zur vorherigen Rechtleitung gemacht. Ja, somit wissen wir ganz genau, ich sage euch immer, Muslime glauben gar nicht an ihre eigene Religion, es recht nicht die, die ihren Islam studieren. Wir wissen genau, das ist fake. Ja? Denn gerade die Imame, gerade die den Islam studieren, ja,
Gott sagt nirgendwo, Entschuldigung, Allah sagt nirgendwo, dass die Bibel verfälscht ist. Es sagen einfach, die Muslime sagen es einfach nur, da bestimmt das gar nicht. Ja? Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier meine. Ihr debattiert etwas, was kann man gar nicht debattiert werden kann. Ja? Denn die Muslime können den Alten Testament und die Neue und das neue Evangelium gar nicht angreifen, gar nicht kritisieren, weil Allah es selbst getan hat. Sein Wort ist unverfälschbar, sagt Allah. Ja? Somit ist Bibel, Altes Testament und Neues, mein Gott, Altes, die Tora und Neues Testament, ja, ist somit nicht verfälscht laut Koran, denn Allah selbst hat es gemacht, ja. Sein Wort ist unverfälschbar, das heißt, sie kann nicht verfälscht sein, ist aber eine Vorgerichtsleitung für die Juden und Christen, ja. Somit können Muslime, ja, Tora und Neues Testament gar nicht kritisieren, was von Allah selbst ist. Tun sie es, geben sie damit selber zu, dass sie an diesen Allah gar nicht glauben, einfach nur debattieren wollen, Zuschauer wollen, Geld machen wollen, auf Imam machen wollen, die Muslime verarschen, ja, ihre eigenen Leute verarschen, ja, um irgendeine Nummer zu sein. Ja? So. Und warum können wir mit dem Koran nicht debattieren? Warum können wir mit dem Koran nicht debattieren? Ganz einfach. Ja? Weil ihr noch nicht mit einem Geisteskranken debattieren könnt. Ja? Entweder ist es einer, der geisteskrank ist, der glaubt, dass 72 Jungfrauen, was heißt entweder, was heißt entweder? Sie verteidigen deswegen Leute, deswegen verteidigen sie diese Religion, diesen Islam. Weil er ihrem Geist entspricht. Die Welt ist böse da draußen. Satan ist der Gott dieser Welt. Die Menschen haben sich für das Böse entschieden. Das meint Jesus damit. Die Menschen sind böse. Darum funktioniert der Islam. Ja? Und ihr debattiert mit Leuten, die eine Religion verteidigen, wo Pädophilie erlaubt ist, Sklaverei erlaubt ist, ja? Mord. Ja, Diebstahl erlaubt ist. Ja? Habe ich schon Sklaven gesagt? Versklaven? Ja, Versklaven erlaubt ist. Ich glaube, ich habe schon gesagt. Mit sowas debattiert ihr. Das ist dasselbe. Das ist dasselbe, als würdet ihr, ja, sagen, ich habe heute mal Lust zu debattieren. Ja? Und dann warum geht ihr nicht einfach, wenn ihr Lust habt zu debattieren, ja, mit Geisteskranken, warum geht ihr nicht in eine Irrenanstalt? Ja? Und debattiert mit einem, ja, der ein Kind vergewaltigt hat, der Menschen versklavt hat, Menschen umgebracht hat, ja, oder ins Gefängnis Leute beraubt hat. Ja. Warum geht ihr nicht mit diesen Menschen debattieren? Das ist genau dasselbe. Der eine verteidigt es geistlich und der andere hat es praktisch getan. Wenn ihr unbedingt debattieren wollt, ja, warum geht ihr nicht in Geisteskliniken und in Gefängnisse? Ja. Wisst ihr, was ihr macht? Ihr tut den Muslimen damit, ja, Glauben schenken, dass sie ihre Religion verteidigen können. Ihr wisst überhaupt gar nicht, was ihr da tut mit Debattieren gegen einen Muslim. Ja? Der Muslim glaubt, er hat hier eine Chance, jemanden zu überzeugen. Ja? Der Muslim glaubt, vielleicht fische ich ja irgendeinen mit dem, was ich sage. Natürlich fischt er welche, was er da sagt. Ja? Denn ihr debattiert über das und das und das und das und das, aber nicht über die ganz schlimmen Punkte. Ja? Und selbst wenn man über die schlimmsten Punkte redet, die Gefahr des Islams, guckt mein Video an, die Gefahr des Islams, wenn ihr selbst die schlimmsten Punkte anspricht, selbst dann tut ihr sogar noch Menschen durch diese Debatte, ja, zum Islam bringen. Wisst ihr warum? Denn wenn ein Pädophiler zufällig mal anstatt seine Kinderpornos anguckt, ja, auf Darknet, ja, nehme ich mal an, versehentlich mal so Elia Nathan rechts in der Leiste sieht und sieht oder irgendein von euch Christen und sieht, wie der da mit einem Moslem debattiert und er sieht, what? 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 Pädophilie ist erlaubt in Islam? What? Ich werde Moslem. Haha, ich werde Moslem, Alter. What? Ich darf auch noch vier? Ich darf vier Kinder heiraten?
Ich darf im Islam 4 Kinder heiraten? 4-mal? Ich bin dann ein Pädophiler hoch 4? Ja? Huhuhu. Ich nehme Islam an Altar. Ja? Ich darf versklaven. Oh, ich darf versklaven. Ich darf versklaven. Ja? Politik, die Politik, die Politik. Moderne Sklaverei. Warum wollen die Politiker den Islam durchbringen? Warum? Versklavung, moderne Sklaverei, viele einfache, weißt du verstehst, Dummkopf. Das ist, was ihr macht. Ja? Das ist, was ihr macht. Ihr debattiert mit jemandem, der das Schlimmste auf Erden, auf dieser Welt verteidigt. Ja? Hier ist es nicht, dass nur Pädophilie erlaubt ist. Hier ist ja im Islam ist alles erlaubt. Entschuldigung, musste gerade mal niesen. Im Islam ist alles erlaubt. Alles! Alles! Ja? Schaut euch mal in Afghanistan an. Sex mit Boys ist erlaubt. Kein Moslem sagt, was macht die Muslime da in Afghanistan? Kein Moslem sagt, was macht ihr da in Afghanistan? Ihr schickt die kleinen Jungs zum Anschaffen, kleine Jungs schaffen an und blablabla. Ja? Bis sie Schamhaare haben, dann zählen sie zu alt, dann zählen sie dann als Männer, dann darf man das nicht mehr. Ja? Dann machen sie das mit anderen Kindern, wenn die dann die Männer geworden sind. Ja? Wacht ihr nicht auf? Und mit sowas debattiert ihr? Was gibt es da zu debattieren? So, jetzt kommen wir mal langsam zu diesem Punkt. Wie dumm Menschen eigentlich sein können. Ja? 30 Minuten gebraucht, um eine Frage zu beantworten. Ja? 30 Minuten, beziehungsweise zu debattieren. Ja? 30 Minuten, um eine Frage zu debattieren. Da braucht man überhaupt gar nicht, man braucht die Bibel, ja? Versteht mich nicht falsch. Man braucht die Bibel, überprüft in der Bibel. Aber es gibt manche Sachen, die braucht man nicht mal in der Bibel die braucht man in der Bibel noch nicht mal zu studieren, nachzuprüfen, ja, noch nicht mal gelesen zu haben. Wenn Jesus, das Fleisch David, Jesus Christus, Jesus, Fleisch Davids, Christus, das Wort, ja, Gottes, der Christus, ja, Jesus Christus, Jesus, Fleisch Davids, Christus, das Wort Gottes, der Christus, ja, das Fleisch Jesus Davids ist, ja, Josef aber gar nicht der Vater ist, sondern das Fleisch, ja, das Fleisch von der Mutter kommt, da braucht man doch nicht mehr in der Bibel nachzugucken, das sagt dir doch schon dein Geist, ja, damit man sieht, wie blöd Menschen sind. Und damit meine ich jetzt nicht Elianata. Moment, lass mich erstmal aussprechen, ja, da sieht man mal, wie blöd Menschen sind. Josef hat das Kind selbst nicht gezeugt. Jesus kommt durch die Mutter, ja? Also wenn die Mutter, wenn Jesus, ja, das Fleisch Davids ist, dann von wem kommt die Mutter? Von David, du dummer Moslem. Wenn Jesus das Fleisch Davids ist, Josef aber nicht der biologische Vater ist, sondern nur die Mutter, sondern nur Maria die biologische Mutter ist, also vom Fleische, beziehungsweise, ja, das Fleisch Maria selbst, ja, kommt dann von David. Seht ihr eigentlich, wie dumm Menschen sind? Und mit sowas diskutiert man. Mit sowas diskutiert ihr. Ihr müsst ihnen mal langsam das Selbstwertgefühl nehmen und, ja, das Selbstbewusstsein nehmen. Das ist unfassbar. Ihr debattiert mit diesen Leuten und lässt sie noch glauben, ja, mit einem Christ, mit einem, das wäre dasselbe, als würde einer von der ersten Liga, ja, das wäre dasselbe, als würde einer von der ersten Liga im Fußball mit jemand von der F-Jugend sich Verabredungen über Fußball sprechen. Ja gut, das würde noch gehen. Ich meine, nee, das wäre nicht dasselbe. Das wäre nicht dasselbe. Das wäre, wenn ein Christ mit einem Moslem debattiert, wäre, als ob ein Engel mit einem Dämon spricht. Als ob ein Engel versucht, einen Dämon,
als ob ein Engel versucht, einen Dämon zu überzeugen und dem Dämon glaubt, den Engel verführen zu können. Ja? Ihr tut euch mit dem Alleruntersten, mit dem Erniedrigsten dieser Welt debattieren. Ja? Und lässt diesen Geist ja noch zu euch. Ja? Und tut, es ist unfassbar, tut mir leid, es ist unfassbar. Was macht ihr eigentlich? Für Klicks und Abonnenten? Ihr müsst mal langsam ganz klar sagen, Muslime, Game over! Game over, Muslime! Ja? Eure Religion erlaubt Pädophilie, Sklaverei, Mord und Vergewaltigung und Diebstahl. Game over! Ist das, verteidigst du das? Das ist eine, so ist eine Debatte. Das, so müsste eine, ja, so müsste das sein. Ja? Moslem, du willst mit mir debattieren? Komm. Ja, das ist, was ich seit 10 Jahren mache. Seit 10 Jahren. Wenn ein Moslem mit mir sagt, lass mich debattieren, schreiben, blablabla, sage ich, fange ich sofort so an. Ja? Du Geisteskranker! Ja? Du willst mit mir debattieren? Ja? Seit 10 Jahren mache ich das schon so. Und guck dir meine, wenn mich mal hier mal in YouTube mal einer gefragt hat in meinen Channels, ja, ob er mit mir debattieren will, könnt ihr das auch lesen. Du Geisteskranker! Du verteidigst, ja, Kinder ficken, versklaven, ja, Mord, ja, Raub. Und ich soll mit dir debattieren? Verteidigst du das? Verteidigst du das? Und guck mal, wie leise die dann auf einmal sind. Ja? Ab in die Gummizelle. Ab dahin, wo du hergekommen bist. Ja? Wir sind hier in Europa. Wir sind hier in Europa. Habt ihr das? Versteht ihr das nicht? Das ist unser Land, sag mal. Und ihr habt noch Angst? Das ist unser Land und ihr habt noch Angst, euer Maul aufzumachen. Entschuldigung. Ja? Wisst ihr, wie klein Muslime mit Hut sind? Wisst ihr eigentlich, wie klein Muslime mit Hut sind? Egal, ob sie groß oder breit sind oder, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die sind klein mit Hut, wenn ihr denen ihre geistliche Überzeugung mit einem Satz vernichtet. Ja? Es gibt ja natürlich den einen oder anderen geisteskranken, extrem tuffig Psychopath, der dann noch weiter und weiter und weiter, ja, weil er aus einer sicheren Distanz ist. Aber gut, ja. Es ist bald vorbei mit dem Islam. Und was macht ihr? Was macht ihr? Es ist bald vorbei mit dem Islam. Und genauso müsst ihr das machen. Ja. Volle Stärke des Christentums. Volle Stärke des Christentums. Es ist keine Stärke des Christentums, wenn ihr euch mit Geisteskranken debattiert. Ich sage nicht, dass alle Muslime geisteskrank sind. Denn die meisten Muslime wissen ganz genau, dass dieser Allah gar nicht existiert. Sie wissen das ganz genau und gehen gar nicht zur Moschee. Sie gehen gar nicht nach Mekka. Die meisten Muslime hoffen selber, dass das endlich mal bald vorbei ist. Ich rede hier in Spanien mit Muslimen und richtig gefährlichen Muslimen. Ja? Nicht, dass ihr denkt, ich mache hier einen auf den Großmaul. Ich setze mich manchmal hier mit Leuten hin und die sagen mir selber, hier, du musst aufpassen, was du sagst. Ja? Wir sind ja viele Muslime, es könnte auch anders enden. Die sagen, ja, und dann sage ich, ja, ich sag's denen ins Gesicht. Ja, in Vierteln, die voll sind mit Muslimen. Ja? Nicht, dass ihr denkt, ich mache hier auf dem Internet Rambo. Ja? Leute, es ist, Leute, habt endlich mal die Einstellung mit, es ist vorbei mit dem Islam. Und ihr diskutiert da mit Leuten, ja, aber wie kann Josef da, guck mal ein, wie die reden. Elias, schämst du dich eigentlich nicht? Du unterhältst mich mit einem Kind in erster Linie und zweitens einem, was war das, Alter? Seht ihr denn nicht, dass die Leute, ja, wie gesagt, nicht alle Muslime, aber die genau das noch verteidigen, seht ihr nicht, dass sie ein bisschen geisteskrank sind? Seht ihr nicht, dass die geisteskrank, normale Muslime, die verteidigen nicht auf diese Art und Weise und attackieren nicht auf diese Art und Weise das Wort, das Allah selbst geschrieben hat? Seht ihr nicht, dass die geisteskrank sind? Ja? Allah hat Altes Testament und das Evangelium Neues Testament zur vorherigen Rechtsleitung geschickt. Allah selbst. Und sie kritisieren es. Rafft ihr das nicht? Rafft ihr das nicht? Sie selbst glauben gar nicht an diesen Allah. Ja? Die verarschen euch. Ja? Und ihr debattiert mit denen. Sie sind Lügner, Täuscher und Betrüger. Sie, die eigenen Imame, jemand, der umso mehr er studiert hat,
Umso mehr er studiert hat, denn im Islam weiß er selber, dass das nicht von Gott kommt. Ja? Wo ist denn Mohammed geboren? Wo ist denn Mohammed geboren? Ja? Mohammed ist geboren in einer Stadt mit in einer Stadt mit, ja, mit Mauern, ja, mit Flüssen und Ackerland und hin und her. Ja? Sie wissen ganz genau, sie sehen sofort, ja, sie sehen sofort, dass Mekka überhaupt gar nicht, dass Mekka überhaupt gar nicht die ja, die Stadt aller Städte ist, die heilige Stadt, sondern ja, wir wissen schon wo, ja. Islam ist sowas von fake. Von A bis Z, wir haben heute schon archäologisch bewiesen, dass der Islam falsch ist. Wir haben es heute schon 100% archäologisch bewiesen. Und ihr, ja, nutzt diese Dummheit andere aus. Und guck mal, die debattieren, mal gucken, was die da reden. Das ist so eine Zeitverschwendung. Wir haben schon archäologisch heute bewiesen, dass der Islam falsch ist. Wir haben heute schon bewiesen, dass Allah, ja, ja, Abdul, der Vater Mohammeds, ja, Abdullah. Wir haben bewiesen, dass damals, ja, die Menschen Steintafeln gefunden. Wir haben Steintafeln gefunden, da steht, ich bin Allah und habe das Universum geschaffen und hin und her, bevor der Islam überhaupt entstanden ist. Bevor der Islam überhaupt entstanden ist, hat man Steine gefunden, darauf gemeißelt, ich bin Allah und habe das Universum geschaffen. Dieser Allah gab es schon vorher. Mein Gott, was debattiert ihr da? Das ist, was ihr die konfrontieren müsst. Ihr müsst sie konfrontieren mit den geisteskranken Ereignissen, dass dieser Islam erlaubt und fertig. Ja? Gegen einen Gläubigen, sage ich selber, einen Gläubigen ist es immer schwer, mit Archäologie zu kommen oder mit Wissenschaft zu kommen, weil es ein Gläubiger ist, es ist schwer, ihn mit Wissenschaft zu überzeugen. Ja? Gebe ich zu. Ja? Deswegen kommt einfach mit deren Materie, und zwar mit den Schlimmsten aller Schlimmsten. Ihr erlaubt Versklaven, ihr erlaubt Morden, nochmal, ihr erlaubt Ermorden, Versklaven, ja, Vergewaltigen und Kindersex. Erlaubt eure Religion. Und du willst mit mir debattieren, du hockst dich hier hin und redest mit mir. Willst du nicht lieber in eine Gummizelle gehen? Willst du nicht lieber in Behandlung gehen, mein lieber Freund, anstatt mit mir? Sei doch mal ein Arzt. Sei doch mal ein Arzt, anstatt hier zu debattieren für. Ich sage es nicht an Elianathan, ich sage es an euch allen Christen, ihr solltet euch schämen, und sogar auch an Christian Prince. Ihr solltet euch alle schämen, wobei Christian Prince es ja ganz knallhart sagt. Ja, Entschuldigung, nehme ich wieder zurück. Christian Prince geht ja diese harten Themen an und sagt denen ja, ja, ganz klar, dass sie ein bisschen dumm im Kopf sind, wenn es denen manchmal zu weit geht. Ja, so muss das sein, ja. Und komischerweise tut Christian Prince mit dieser Weise am meisten Muslime von Islam wegnehmen. Ja? Genau mit dieser Härte. Ja? Genau mit dieser Härte tut er den Muslimen sagen, du bist ein Geisteskranker. Der macht denen bewusst, pass mal auf, du bist ein Geisteskranker. Und wenn sie noch ein kleines bisschen Verstand haben, ein bisschen kleine geistige Gesundheit, verlassen sie den Islam. Dann kommt er mit dem Christentum, überzeugt sie, ja, oder versucht sie zu überzeugen, die meisten überzeugt sie, lädt sie ein zum Christentum und bringt sie dann rein. Ja? Und was macht ihr? Ihr debattiert mit kleinen Kindern, geistlich wie vom Alter. Ja? Ist unfassbar. Ja? Und das ist, warum Christian Prince auch immer sagt, ich mache diese Art Debatten nicht. Ja? Der Christian Prince macht nicht diese Art Debatten. Du hast 2 Minuten zu reden. Ja? Also du darfst dir einbilden, dass du 2 Minuten jemanden überzeugen kannst mit deinem geistlichen Müll. Das macht Christian Prince gar nicht. Christian Prince macht Rede, einen Satz und dann stopp mit deinem geistlichen Müll. Das kann ich mir schon gar nicht mitgeben. Und sagt ihm ganz klar, ja, guck mal, was für Müll du laberst. So und so. Ja? Der lässt diese Leute nicht mal, mir geht's, ich gebe zu, dass es mir manchmal auf den Sack geht. Es geht sehr an die Nerven, das gebe ich zu, aber ich weiß den Hintergrund, warum er das macht. Er lässt diese Leute sofort erkennen, komm hier nicht mit diesem Müll. Du bist ein Satansdiener, ja? Du bist böse. Du verteidigst das größte, den größten,
Das größte Monster auf Erden verteidigst du und du wagst dich mit mir auch noch mehr als zwei Sätze zu sprechen. Mach dem sofort stopp, 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 stopp. Ich weiß, warum Küsten Prinz das macht. Es nervt manchmal, ja, dass ihr das auch mal versteht, ihr, die ihr Küsten Prinz guckt. Das nervt manchmal, dieses, wie der die Leute nicht aussprechen lässt oder sonst was. Aber warum? Weil sie Satan verteidigen. Stellt euch vor, ein Dämon würde vor euch stehen und würde mit euch reden. Ihr würdet den 2 Minuten babbeln lassen. Und danach ihr versuchen, diesen Dämon zu überzeugen. Er sagt diesen Dämon ganz klar, ja, schweig, ja, guck mal, was du hier verteidigst, ja. Der Samen kommt, die Frau hat Samen, ja, der Mann hat Samen, das Baby ähnelt bei der Geburt. Dem Vater oder der Mutter kommt darauf an, wer zuerst den Orgasmus hatte, ja, und konfrontiert dich sofort damit. Die machen einen Satz und der Kuss ist gleich, bam, ja, gleich das Härteste vom Härtesten geben. So funktioniert das, ja. Und die Muslimen sagen: Hör auf mit deinem Müll, Mann. Was verteidigst du da eigentlich, Mann? Wach doch mal auf. Haben dir deine Eltern Tufik so oft den Kopf gegen die Wand geschlagen, Abdul? Hä? Bist du geisteskrank? So funktioniert das, Leute. Hör doch mal auf, Elia Nathan, Mann. Ich könnte es vielleicht noch verstehen, wenn es ein Imam wäre oder sonst was. Ihr debattiert da mit kleinen Kindern. Schämt ihr euch eigentlich nicht? Schämt ihr euch nicht? Ein kleines Kind wird an die Hand genommen und gesagt: Hör zu, ich liebe dich mehr, als deine eigenen Eltern dich lieben. Was meinst du? Jesus Christus liebt dich mehr, als deine eigenen Eltern dich lieben. So wird mit kleinen Kindern gesprochen, ja, wenn sie an den Islam glauben. Ja? Was meinst du jetzt? Wie, Jesus liebt mich mehr als meine Eltern, du liebst mich mehr als deine Eltern. Ja, weil wenn deine Eltern dich lieben würden, würden sie Liebe erkennen und dir von Jesus Christus sprechen. Denn Gott sagt, ja, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Ja? Und deine Lie Eltern lieben dich nicht. Ja? Sie würden dich in Palästina sogar noch gegen die Polizisten schicken und sagen: Schieß doch, Polizist, schieß doch. Ja? Lieblose Kreaturen. Ja? Ich liebe dich mehr als deine Eltern. Ist dir das eigentlich klar? Das hättest du ihm sagen müssen. Jesus liebt dich mehr als deine eigenen Eltern. Ist dir das eigentlich klar? Und du kommst mir hier mit Schrott, Junge? Ja? Denk darüber nach, ja, noch ein bisschen mehr erzählen, klar, Liebe, 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 ja, und den Jungen mal eins, 2 Tage nachdenken lassen, ja, und wenn er dir dann immer noch debattieren will, würden sagen: Ja, Junge, anscheinend bist du ein Verfluchter wie Ramazan. Du bist anscheinend Verfluchter wie Ramazan. Deine Eltern haben sich gegen Gott gestellt, ja, deine Eltern haben sich gegen Gott, ja, gestellt und sie, Gott hat sie verflucht bis zum dritten und vierten Glied. Und du, Elia, hörst du nicht, was Gott dir sagt? Ihr Christen da draußen, hört ihr nicht, was Gott euch sagt? Konfrontiert sie mit dem Allerhärtesten und konfrontiert sie mit dem Allerhärtesten. Das Härteste ihrer eigenen Seite, diese ganzen Geisteskrankheiten, die sie erlauben, und unsere größte Waffe, Liebe. Nehmen sie diese Liebe nicht an, wisst ihr, dass sie Liebe nicht erkennen. Und sie sind verflucht bis ins dritte und vierte Glied. Rafft ihr das eigentlich? Steht in den 10 Geboten? Rafft ihr das eigentlich nicht? Ihr debattiert mit Menschen, die bis zu dem dritten und vierten Glied verflucht sind von Gott selbst. Und ihr glaubt, ihr könnt sie retten. Wisst ihr, was ihr eigentlich da tut? Ihr hört nicht, was der Vater euch sagt. Ihr glaubt nicht, was der Vater euch sagt. Verliert keine Zeit, klopft euch den Staub ab und geht. Hat Gott gesagt, debattiert mit denen. Geht weg von denen und klopft euch sogar den Staub ab. Wenn wir das in dem Video sehen, in dem Film, sehen wir, wie sie kurz ankommen und sofort wieder gehen. Hat eine Debatte stattgefunden? Versteht ihr? Ja? Ein Film ist ein Film, ja, okay, aber dass man das auch mal bildlich versteht. Versteht ihr überhaupt? Geht Leute erretten, wo ihr seht, dass sie Liebe haben, dass sie eine Grundliebe haben. Ja? Wenn ihr seht, dass deren Eltern sich schon gegen Gott,
gestellt habe. Glaubt ihr, das zählt nicht mehr? Also Gott sagt, ich verfluche diejenigen, die sich gegen mich stellen, bis zum dritten und vierten Glied. Und ihr kommt da an und, Entschuldigung, aber dass ihr es mal ganz klar versteht, stellt ihr euch höher als Gott? Ah ja, weil ihr, wenn ihr glaubt, ihr könnt mit sowas debattieren. Ja? Der Pädophilie, Mord, Vergewaltigung, Versklaven, verteidigt. Das ist jemand, ja, und jemand noch in der westlichen Welt und Deutsch sprechen kann. Wir reden ja hier nicht von jemandem, der in Arabien geboren ist und sonst nichts anderes gekannt hat. Ja, wir reden hier von Leuten, die auch noch die Bibel studieren, die das Wort Jesus kennen, ja, wie dieser Junge hier. Der kennt das Wort und hat die Bibel studiert, ja, und liest die Liebe und erkennt sie nicht und mit sowas debattiert ihr. Das ist unfassbar, Mann. Ja. Und da sieht man mal, wie dumm Menschen sind. Oder sie wissen es und versuchen weiterhin zu täuschen, obwohl sie es wissen. Sie haben sich gegen Gott gestellt. Sie wissen, dass Maria das Fleisch Davids ist. Da brauchst du nicht mal in der Bibel nachzuschlagen, da brauchst du nur ein bisschen gesund im Kopf zu sein. Wenn Jesus das Fleisch von David ist, dann ist die Maria das Fleisch von David. Denn Josef ist nicht der biologische Vater. Da brauchst du doch kein geistliches Genie zu sein. Ja? Ja? Und es geht jetzt nicht an Elia, der muss lernen. Der muss lernen. Wie dumm muss man sein? Eins. Erster Punkt. Entweder ist er so dumm, dass er das nicht mal checkt. Oder er weiß das. Er weiß das. Ja? Dass Maria das Fleisch von David kommt. Und stellt das aber andersrum so dar. Ja? Und will euch Christen in die Irre führen. Was heißt das? Er ist von Gott verflucht, hat gar keine Chance mehr, dieser Junge. Er tut bewusst, obwohl er die Wahrheit kennt, ja, Intrige benutzen. Satan, ein Dämon ist in ihm. Rafft ihr das eigentlich? Sie haben sich gegen Gott gestellt, er ist verflucht. Und du erkennst das nicht, Elia? Na gut, okay, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Ihr 6-Jahres-Christen. So. Mann, Mann, Mann. Ja.